Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ich wollte mir jetzt erstmal die Fähigkeiten anschauen und mal gucken, was wir da so tun können. Stufenaufstieg. Wir sind jetzt Stufe... Das ist Nexus, das wird bestimmt Multiplayer-Stufe sein. Ja, hier oben ist die normale Stufe von uns. Wir sind jetzt Stufe 2. Wir haben einen Stufenaufstieg gemacht in der letzten Folge. Ihr Trupp ist eine Stufe aufgestiegen. Verbessern Sie Riders Kampffertigkeiten, indem Sie Kampf-, Tech- oder Biotik-Fähigkeiten kaufen. Was haben wir denn da zur Verfügung? Pistolen? Zurück vorübergehend. Eine Barriere, bla bla. Schildgeneration... Klingt nicht verkehrt. Stolperdrahtmine, Pistolen, Sturmgewehre, Sturmgewehrschaden, Präzisionsgewehre, es gibt Gesundheit, Kräfteschaden, Gesundheit, Präzisionsgewehrschaden, Schrotflinte, Sturmgewehr, Pistole. Okay, da brauche ich 9 Fähigkeitspunkte im Kampf dafür. 3 Punkte haben wir, okay. Was ist der Turbolader? Brauchen wir auch 9 Punkte. Universalgranate. Taktische Tarnung. Okay. Mal gucken, was bei Biotik drin ist. Ziehen. Hebt ein Gegner ohne Schild und Panzerung hilflos in die Luft und belegt das Ziel mit einem Primer für Kombodetonation. Zieht das Ziel, ob Gegner oder Objekt... Okay. Kombination mit der Kraft werfen wird ein gehaltenes Ziel weggeschleudert. Okay, Nova. Das dauert, glaube ich, jetzt mal einen ganz kleinen Moment, bis ich mich hier schnell durchgefuchst habe. Kanalisiert Energie in einer Explosion mit hohen Schaden direkt über Nutzer herum. Das klingt nice. Lanze, was macht Lanze? Zündet Combo Primer, okay. Kann ich eigentlich das Spiel wieder anhalten? Geht es? Ich habe das Kampfsystem noch nicht so genau angeschaut. Möglich Biotika die Schadensmaximierung auf Gegner. Eindämmung verbessert Kontrolle des Biotikers. Ich glaube, ich werde entweder die Schockwelle oder die Lanze nehmen. Erstmal. Die sich durch Wände und andere feste Objekte durchschätzt. Okay, Schockwelle ist vorgemerkt. Was kann Tech? Oh, das ist ein Haufen Kryostrahl. Das ist inkontinuierlicher Strahl, kalter partikelfrei. Ich glaube, der Kryostrahl war immer ganz geil. Verbrennung, Überlastung, was ist das? Gott, es gibt so viel Kram, den man ausbauen kann. Taktische Tarnung. Was macht denn Rang 2? Oha, das ist ja mega komplex. Heilige Scheiße, damit habe ich gar nicht gerechnet. Infiziert Gegner mit einem invasiven Maschinenschwamm oder VI-Kontrolle, die die Verteidigung schwächt und sich auf Feinde in der Nähe ausbreitet. Wir sind ja eh Techie, ne? Moment. Ich nehme erstmal Gesundheit mit. Rang 1. Halt bestätigen. Dann nehme ich bei Biotik, nehme ich... Das ist passiv, oder? Kampffitness. Ja, Kampfpassiv, okay. Gut, dann nehme ich bei Biotik die Schockwelle mit. Und bestätigen. Und bei Tech nehme ich Invasion mit. Ja.
So, zurück. V-Kraft zuweisen. Muss ich... Hallo? Ah, so funktioniert das. Okay, Kraft zuweisen. So, und dann... Taktische Tarnung habe ich drin. Bestätigen. Bei Biotik... Schockwelle. Hä? So, jetzt. Jetzt haut es hin. Schön. Was habe ich denn hier? Logbuch. Synagrier finden. Das, Verfolgung ein. Ja, das passt. Das sind alles hier... Was ist das? Ach, das ist quasi so eine Art Kodex, wo alles drinsteht. Okay, gut. Dann die Gruppe kann... Hab ich eine Gruppe wählen? Kraft wählen? Kann ich denn durchswitchen? Nee. Ach, guck mal hier. Schildkondensator, Verbrauchsobjekte. Gut, wusste ich gar nicht. Brandmunition haben wir mit. Kampffitness brauche ich 3 für den Zusatzholster. Okay, gut. Gibt's denn da irgendwas Hübsches? Ja. Machen wir jetzt. Und zwar, wo müssen wir ihn hin? Den Pathfinder finden. Kommen wir... das ist jetzt die Frage, muss ich jetzt hier oben lang? Oder kann ich hier runter? Ich gehe mal vorsichtshalber direkt hier oben lang. Wir müssen den Pathfinder finden, und zwar schnell. Ja, warte, bin ich jetzt richtig? Ja, doch. So, schnell auf den Weg machen. Gibt's hier irgendwas zu scannen? Auf geht's. Ja, wir retten jetzt unseren Vater und dann wird alles gut und alle sind glücklich und dann hören auch die Stürme direkt auf. Sam hat recht. Wir haben nicht viel Zeit. Wir kennen das ja. Bekannte Bestandteile. Er war ein M7. Mit denen ist nicht zu spaßen. So, kann ich diese Lanzen denn scannen? Unbekannte Legierung. Na gut. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Diese Stangen waren eine ziemlich Kettenregel. Und hoffen, dass wir Papa finden. Nur so kann man hier überleben. Oh, Toxizität. Wenn man auf alles schießt, was sich bewegt. Wow! Alter! Das ist ja massiv hier. Und überall wird man angeschossen. Bin ich hier richtig? Was? Wie zum... Quest ein aus... Ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme. Wir probieren das einfach mal. Oh, hallo. Ein paar Feinde finden. Das Missionsgebiet zurück. Okay, also sind wir hier schon mal falsch. Hallo, lass mich rein. Wo ist der denn? Aua. Oder war das da drin? Ach, hier oben. Wir sind
seid nah dran. Dem Nachtpunkt zufolge ist mein Vater da oben. Sir. Kopf runter. Heimatplanet ist. Ja, da war ein verlassenes Labor. Sie haben diesen Ort offenbar erforscht. Gut, du hast tatsächlich was erkundet. Dafür bin ich ausgebildet. Danke. Danke. Es schien mir wichtig zu sein. War es auch. Vertrau auf dein Bauchgefühl. Tja, jetzt sagt es mir, dass wir in Schwierigkeiten stecken. Sir, Sie sagten etwas über die Blitze. Die Energiewolke, die Hyperion gerammt hat, beeinflusst den ganzen Planeten. Und stört das dort. Der Turm hängt in einer Feedback-Schleife mit der Wolke. Gemeinsam stören sie das gesamte Klima mit ungelenkter Energie. Das passt zu einer Höhle, die wir entdeckt haben. Die Pflanzenwelt darin war vor dem Sturm geschützt. Klingt logisch. Und ich denke, wenn wir da reinkommen und den Turm abschalten können, verschwinden die Blitze. Ja. Und wir kommen mit dem Shuttle hier weg, theoretisch. Wir müssen nur an denen vorbei. Vorsichtig vorgehen, ne? Wir bauen auf eine Technologie, die wir kaum verstehen. Was, wenn wir uns irren? Die Alternative ist mit 85%iger Wahrscheinlichkeit der Tod durch Blitzschlag. Wow. Okay, so betrachtet. Machen Sie sich keine Illusionen. Uns erwartet ein harter Kampf. Immer noch besser als die Blitze. Ich hoffe nur, der Konflikt mit diesen Typen eskaliert nicht noch weiter. Es heißt wir oder die? Die natürlich. Leider sind wir in der Unterzahl. Da kann ich helfen. Wir ändern einfach die Zahlen. Vorsicht vor dem Blitzen! Kann ich mich denn heilen? Los in das Gebäude da! Hier draußen kommen wir nicht weiter! Das läuft ja echt beschissen! Los, los, los! So, wie war das jetzt mit den... Ah, das reicht natürlich nicht bis dahin. Kommen aus allen Ecken gekrochen. Bleiben Sie zusammen. Wir dürfen nicht voneinander getrennt werden. Oh, dass man jetzt überall auch hängen bleibt. Das hält ja doch relativ lange. Ah, keine Entdeckung. Wow. Was war F? War das? Hallo F! Hä? Ach, weil ich die Waffe weggesteckt hatte. Au. Ist hier irgendwas drin? Behälter.
Ach, ich habe total vergessen, diese Teile mir mal anzuschauen. Oh, Heilung. Okay, nice. Also diese roten Teile sind Heilung. Das muss ich mir mal merken. Blitze. Ich möchte nicht vom Blitz getroffen werden. Danke. Sam, Bioverstärker Interface. Ah. Ich bin hier. Bleiben Sie in Bewegung. Lassen Sie sich von ihnen nicht festnageln. Weiter so. Wir müssen unsere Flanken im Auge behalten. Nicht, wenn wir immer in Bewegung bleiben. Sie dürfen uns nicht einholen. Er ist halt einfach runtergefallen. Wie schafft Ihr Vater das alles? Bereit. Wir gehen da rein. Okay, wir schaffen das. Es ist nicht mehr weit. Wo müssen wir hin? Bis ganz nach oben. Und was dann? Das wissen wir, wenn wir da sind. Ich muss wirklich mehr Fähigkeiten einsetzen. Ach, verdammt, das hat wehgetan. Oh, der hätte mich beinahe gegrillt. Hat er aber nicht. Sam, gib mir das Technikerprofil. Alle zu mir! Sir, woher bekommen Sie diese Profile? Sam, hilf mir ein bisschen. Was bedeutet das? Konzentrieren Sie sich auf den Kampf. Wo ist er denn, der Fadi? Der Sturm wird schlimmer. Wenn wir ihm nicht entkommen, ist unsere Chance dahin. Das sieht nach dem Kontrollzentrum aus. Halten Sie mir den Rücken frei. Sie haben ihn gehört. Wir haben es geschafft. In einem Stück. Es ist doch nicht vorbei. Ich muss mir auf jeden Fall die Tasten mal noch ein bisschen umlegen. Und das Gameplay für mich ein bisschen einfacher gestalten dadurch. Wo ist er denn? Da. Dem Pathfinder anstehen. Ja, wir sind ja hier. Da kommen noch mehr! Wie sieht der Plan jetzt aus? Die haben uns gleich umzingelt. Wir müssen beide Seiten verteidigen, sonst fallen sie uns in die Flanke! Wo sollen wir uns positionieren? Drücke X, um Truppenmitgliedern Befehle zu geben. Bin auf dem Weg! Was bin macht C? Drücke C, um Truppenmitglied zu teilen. Hä? Ich raff es nicht. Drücken Sie X, um beiden Gruppenmitgliedern zu befehlen. Ach, beide. Und dann Y und C, um den Befehl zu einem Truppenmitglied. Ah, okay. Also hier C müsste Sie sein. Sie sein. Hallo C. Kannst du... Ja, okay, haut so hin. Achtung, ich sehe Bewegung. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen. Das schaffen wir nochmal. Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns. Ich werde gerade erst warm. Die meinen es ernst. Halten Sie sie von ihrem Pfad. Analysiere mögliche Eingaben. 25% entschlüsselt. Beeil dich! Die Zeit wird knapp! Halten Sie beide Seiten! Sie dürfen nicht durchkommen! Ja, so langsam... Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung, aber Sie wollen ihn unbedingt zurückhaben! Also... 50% entschlüsselt. Die Syntax ist ungewöhnlich komplex. Das sehe ich selbst. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Boah. Könnte daran liegen, dass ich ihm... Alter.
Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. Geh doch mal in Deckung. Nur noch ein bisschen länger. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Right. Entschlüsselung abgeschlossen. Geschafft. Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche, die Tür von hier aus zu öffnen. Verdammt, sie klemmt. Ich muss mir das ansehen. Wenn ich leer hieß die Lebenstruhe. Ryder, ich brauche hier... Überreste. Eine Hilfe! Ja, Moment, ich möchte erst mal gucken, ob hier noch irgendwo Loot ist. Wir halten hier die Augen offen! Wir müssen diese Tür öffnen! Alles klar! Ryder, hier rüber! Das ist dein Befehl! Ja, Mensch, bleib doch jetzt mal ganz geschmeidig, bitte. Leg dich richtig ins Zeug! Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Bisher hat nichts auf diesem Planeten zugehört. Sei einfach vorsichtig. Du bist doch nicht etwa besorgt. Ich verrat schon keinem. Na komm, diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Gott sei Dank, sie aus wie Substergo-Symbol. Moment. Indexieren. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass Atlas stirbt. Es funktioniert! Geschafft! Es ist ein Hoffnungsschimmer. Das beweist, dass wir es schaffen können. Es ist mehr als das. Es beweist, dass wir nicht verrückt waren. Wir finden uns selbst in einer neuen Galaxie zurecht. Das haben wir teilweise Sam zu verdanken. Es war lediglich eine Frage der Linguistik, allerdings freut es mich... Was war das denn jetzt? Rastet der Turm jetzt vollkommen aus. Wiederhole! Wir brauchen sofort eine Notexfiltration! Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Oh, er gibt jetzt seinem Sohn den Helm. Atme tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Setzt euch doch abwechselnd den scheiß Helm auf. Sein
Uns fällt ab. Wir verlieren ihn. Er hat einen Anfall. Die Verbindung ist zu viel für sein Gehirn. Zum Sam-Kern mit ihm. Sam, wie ist der Status? Ryders Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es. Fertig. Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Wieso bin ich dann noch hier? Hey, Sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Diese Heldenscheiße jedes Mal, ey. Anstatt die sich einfach den Helm teilen, hin und her. Er so. Hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte. Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf Sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, Sie sind der neue Pathfinder. Yay! Ich bin jetzt wichtig. Ja. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, Sie kriegen das hin. Ich bin dafür nicht ausgebildet, das lässt sich leicht sagen. Nur wenn Cora einverstanden ist, was hat sich mein Vater nur gedacht? In der Ausbildung haben wir ja schon, ne? Nur wenn Cora damit einverstanden ist. Mag sein, aber es ist gegen das Protokoll. Sind Sie wirklich damit einverstanden, Cora? Ich zweifle die Entscheidung Ihres Vaters nicht an. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in ihrem Verstand verankert. Der Versuch, sie zu trennen, könnte sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Ach ja. So schnell kann es gehen. Mit dem Aufstieg. Der Zustand ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie ihr Vater. Die sollen mal auspennen, die Alte. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit ihrem Vater. Er hat mir nie was davon erzählt. So konnte ich ihn besser verstehen. Alec wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken.
Die sehen auch alle wie geklont aus. Ja, dir fehlt was, mein Bruder. Und zwar Sam. Würde ich jetzt mal so annehmen. Der ist sauer. Schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben die Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Na, die wird doch nicht übernommen worden sein, die Station. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Mit der Bahn zum Nexus reisen. Der Captain hat mich gerade Pathfinder genannt. Das hier passiert wirklich. Ja, wir atmen tief. So, Waffen haben wir nichts. Panzerung. Ach, doch, jetzt wird's angezeigt. Verbrauchsobjekte, keine Objekte verfügbar, Forschung auch nix, Ressourcen auch nix. Das ist so das Einstellungsmenü. Wo kann ich denn diese ganzen... Moment, Objekte? Wo kann ich denn diese ganzen Objekte, zuweisen und so ein Kram? Wo ist denn hier? Truppfähigkeiten? Schon mal hier. Liam. Die haben nämlich auch Level-Ups. Ja gut, aber wo kann ich denn... Ryder. Das ist immer noch Liam. Wo kann ich denn Waffen und sowas zuweisen? Das raff ich nämlich nicht so ganz. Beim Inventar... Jetzt ist es da. Okay. Mit Mods geht's auch wieder hier zur Sache. Verschluss, Verzeihung. Da brauche ich bestimmt wieder so eine Station, um das zusammenzupacken. Codex, Inventar. Fähigkeiten hatten wir ja gerade. Ach, hier ist Spiel speichern. Ich habe das in der letzten... In der letzten Folge habe ich das gesucht, die Blöde, und direkt hier oben ist es. Okay. Ich kann noch immer nicht glauben, dass mein Vater tot ist. Dieser Moment hätte ihm gehören sollen. Aber jetzt gehört er Ihnen. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Und wo soll ich anfangen? Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich bereit bin. Wir waren auch nicht bereit dafür, auf Habitat 7 vom Himmel zu fallen. Trotzdem haben wir es überlebt. Ja. Und wir haben sogar was daraus gelernt. Man sollte immer ein Jetpack griffbereit haben. Genau, jetzt haltet alle mal die Backen. Denn ich möchte gerne das Video beenden. Und ich bin schon wieder über... Ach, scheiße, schon wieder knapp 40 Minuten. Keine Ahnung, ob
ihr das gut findet, dass es längere Folgen jetzt sind oder ob das blöd ist, dass ihr, wie gesagt, gut, so 20 Folgen oder 20 Minuten Folgen oder 15 Minuten Folgen sind besser. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das mit der Länge ausschaut, ob ihr jetzt so 35, 40 Minuten jetzt bei dem Spiel halt ganz geil findet, weil es eben auch dementsprechend ein neuerer Titel ist. Würde mich mal interessieren. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.